Heute sind wir zu Gast bei Flo's Metal World und lassen Ihnen ein paar Pferdebegriffe erraten. Und ich habe mega Bock drauf. Los geht's! Jetzt fangen wir mit dem ersten Begriff an und der lautet, was heißt durchgehen? Durchgehen, ja. Durchgehen ist ganz klar für mich als Pferdeexperte. Man geht mit dem Pferd zum Beispiel durch den Stall oder über den, wie heißt denn der Platz, wo so Sand ist? Reitplatz. Man geht einfach mit dem Pferd das Ganze mal durch. Es bedeutet, wenn das Pferd sich vor etwas schreckt und es wegrennt, heißt es durchgehen. Und wenn das Pferd durchgeht. Wenn es sich vor etwas schreckt, dann läuft es weg und da ist halt die Fachbezeichnung durchgehen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel zum Stall gehst, geht das Pferd automatisch durch. Nein. Wenn es sich vor etwas schreckt. Genau. Jetzt hat es begriffen. Habt ihr auch begriffen? Schreibt es in die Kommentare. Ja, der nächste Begriff. Also was ist eine Schabracke? Schabracke ist ein Begriff, der mir sehr viel bedeutet in meinem Leben. Will ich jetzt im Video aber nicht erklären. Weil ich kenne den Begriff. Eine Schabracke ist eine Satteldecke. Eine Satteldecke, ja. Was bedeutet der Begriff scheuern? Scheuern. Ja, das heißt ja so viel, wie wenn man jetzt eine reinhaut. So, der scheuert. Oder? Oder wenn man jetzt das Pferd, nehmen wir an, hier steht ein Pferd und ich habe so eine Gerte in der Hand, dann haue ich so drauf. Tsch, gescheuert. Nein, scheuen heißt, wenn sich das Pferd erschreckt und man es in diesem Moment nicht bremsen kann. Was ist ein Schimmel? Schimmel ist eine Pferderasse, eine weiße mit Punkte drauf. So, nur wie ein Zebra, nur ohne Streifen mit Punkte. So eine Pferderasse. Na, Schimmel bezeichnet mal eine Fellfarbe von Pferden, das ist weiß. Sag ich ja. Mit schwarzen Punkten. Mit schwarzen Punkten. Was sind Sporen? Sporen sind bei dem, wo der Fuß drauf ist, wenn man jetzt reitet, kennt ihr natürlich alle, da ist hinten so ein Spor. Also bei dem Sattel geht so ein Teil runter und da steht man den Fuß drauf und hinten ist der Spor. Er hat folgenden Grund, nämlich, dass man nicht aus der Bindung rausfällt oder dass man hinten so anstützen kann. Man kann sich hier ansporen, so heißt das im Fachjargon. Sporen sind Antriebsmittel, die am Schuh hinten angemacht sind. Gerne zu ansporen. Was ist das Stockmaß? Stockmaß. Es bezieht sich immer auf eine Hürde zum Beispiel. Wenn hier der Stock ist, sind Löcher drin und da kann man so die Hürde reingeben und dann kann man vom Stockmaß her wählen. Will man jetzt das Stockmaß 10, hat man eine Hürde von 10 cm zu verwenden. Will man das Stockmaß 20 und so weiter. Stockmaß. Nein, Stockmaß heißt, das ist die Höhe vom Pferd, die was ab dem Widerriss gemessen wurde. Genau. Das heißt, ein Pferd, Chili zum Beispiel, hat das Stockmaß von 1,40 m und das wird vom Widerriss gemessen. Was ist der Widerriss? Das ist der Knochen zwischen Hals und Rücken. Für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben, die haben jetzt gerade 3 Minuten lang überlegt, was das überhaupt ist. Nein, stimmt ja gar nicht. Was ist ein Vollblut? Vollblut bezieht sich auch wieder auf die Pferderasse. Da gibt es ein Halbblut und ein Vollblut. Da bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass das so ist, weil ich mir sicher bin. Das habe ich schon mal wo gehört. Ein Vollblut ist eine edle Rasse, wie der Araber. Oder? Und es gibt Warmblut und Kaltblut. Genau. Und Ponys. Ja, Ponys sind, warum sind die extra die Ponys? Weil die aber ein gewissen Stockmaß, also ab einem Stockmaß von 1,48 zählen Pferde zu Pferde und unter 1,48 sind sie Ponys. Okay, ja. Nächste Frage. Was ist eine Volte? Also, Volten, oder die Volte, so wie es heißt,
Kenne ich nicht. Es ist eine reitbare Figur. Das ist ein Kreis mit einem Durchmesser von ca. 6 Metern. Wo man so im Kreis dann genau. Ridet. Ja, genau. Was bedeutet voltigieren? Das hat mit der Volte, eben mit der besagten Volte zu tun. Das heißt, man nimmt das Gaul und lässt es im Kreis reiten, voltagieren. Damit das Pferd weiß, jetzt reite ich im Kreis. Also das ist, da macht man das. Nein, voltigieren ist, wenn man auf dem Pferd an der Longe turnt. Im Kreis. Ja. Im Radius von 6 Meter. Es stimmt schon, ja. Also immer wenn ich die Longe nehme und ich gehe volten, dann nehme ich meistens einen Radius von 4, weil das für mich einfach bequem ist mit meinem Pferd. Auf jeden Fall. Aber es ist nur so ein internes Ding jetzt von meiner Seite aus. Weil du schon so oft geritten bist. In deinem ganzen Leben. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir der Kanal Flo's Ride World was sagt. Ja, super. Was heißt vernageln? Vernageln heißt, wenn man jetzt die Hufeisen zum Beispiel betrachtet, müssen die angenagelt sein am Pferd. Nicht ganz. Das heißt, wenn der Hufschmied den Nagel falsch in den Huf hinein. Das heißt, er hat es dann vernagelt, weil er das Pferd getan hat. Genau. Verkackt. Genau. Genau so ist es. Wie empfindet das Pferd das da, so, wenn du so einen Nagel reinhaust? Naja. Das weiß ich jetzt auch nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen. Weil du kein Pferd bist. Nein, weil mein Pferd keine Hufeisen hat. Was bedeutet steigen? Steigen bezieht sich immer auf das Betreten eines Pferds. Das heißt, wenn das Pferd dazu steht, dann steige ich drauf. Oder es ist vielleicht das, wenn Menschen auf dem Pferd oben stehen und dann. Also das Pferd eigentlich wie einen Fußboden nutzen. Die stehen so oben und reiten, wie in so einem Film. Oder bei so. Messen wurde da so das herzeigen, dass sie so können. Nein, steigen bedeutet, wenn das Pferd mit beiden voller Beinen in die Luft springt. Also da steht nur hinten das Pferd dann sozusagen? Ja. Okay. Was heißt rückwärts richten? In welchem Aspekt? Vom Reiten, wenn man auf dem Pferd umsetzt. Das heißt, man geht einfach rückwärts mit dem Pferd, man legt den Rückwärtsgang ein sozusagen. Ja, genau. Schreibt mal in die Kommentare rein, wie viele Fragen ihr richtig habt von dem. So eine Prozentzahl, damit man selbst weiß, wie schlau man ist. Ich habe jetzt nämlich gerade meinen ersten Punkt erzielt. Was ist ein Maultier? Ein Maultier ist es so wie beim Hund, so ein Beißkorb. Und das macht man auf das Pferd rauf. Also das ist da halt so rundum. Oder? Nein, ein Maultier ist, wenn der Vater ein Esel ist, oder? Ach so, ein Maultier. Ja, das ist eine Mischung aus Esel und Pferd. Genau, wenn der Vater ein Esel ist und die... Und das passiert wirklich manchmal, dass so der Esel der Vater ist. Warum machen die das? Warum bleiben die eben nicht so selber in der Rasse drin? Warum... Was erhoffen sie sich dadurch? Das ist ganz natürlich. Das ist ganz natürlich. Du findest es auch ganz natürlich, wenn zum Beispiel ein Frosch mit einem Biber etwas anfängt. Flo, bitte. Ganz natürlich. Oder, nein, ich bringe jetzt kein Beispiel mehr, weil jetzt keins mehr einfällt. Naja, aber ich und der Pferd sind ja verwandt.
ein Esel und ein Pferd. Betrachte mal die Laute, die ein Esel von sich abgibt und die vom Pferd. Die haben eine komplett andere Sprache, die können nicht verwandt sein. Das Zebra ist auch mit dem Pferd verwandt. Das Zebra ist klar, ja. Weil ein Zebra ist eine Kreuzung aus Schimmel und dem normalen Pferd und Zebrastreifen. Damit die Streifen da drauf kommen. Wer kennt sich? Willkommen bei Flo's Weisheiten auf Ankers Pferde. Heute lernen Sie, wie entstehen Zebras. Du hast da so ein Wuckel beim Auge. Ja, ich weiß. Mit das Ziel. Das verlosen wir. Wer dieses gewinnen will, schreibt bitte Hashtag ich will anders wuckern. Das ist so sinnlos. Gratis Versand nach Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. Was ist ein Milchmaul? Das ist ein Maultier, was Milch abgibt. Nein, ein Milchmaul ist, wenn die Nüstern vom Pferd ganz weiß ist. Was sind Nüstern? Die Nase vom Pferd. Was ist ein leichter Sitz? Ein leichter Sitz ist ein Sitz, der zu leicht ist. Also ein Sattel, der jetzt nicht fest, sondern nur oben liegt. Das ist, wenn jetzt der Reiter zum Beispiel nur, also fast gar nicht mehr den Sattel berührt, sondern nur in den Steigbügel steht. Das verwendet man sehr oft bei der Jagd. Und auch beim Springreiten über die Hindernisse verwendet man einen leichten Sitz. Okay. Was ist eine Gruppe? Ist eine Gruppe von Pferden, eine Herde sozusagen. Nein, eine Gruppe ist... Gruppe. Achso, Gruppe! Jetzt das gleich gesagt. Ja, Gruppen ist ein bestimmtes Utensil, was sehr oft angewendet wird bei der Benutzung von Pferden. Definitiv nicht. Eine Gruppe ist das... Was? Kennt sich ja selbst nicht aus. Ja, schon, aber nicht genau. Eine Gruppe ist der hintere Teil vom Pferderücken. Also der Schwanz. Also einfach nur das hintere Teil vom Pferd insgesamt. Was ist der Jagdgalopp? Ja, es ist eben beim Jagdgalopp, da sitzt man nicht am Sattel, sondern hebt sich an, da steht man so in dem Bügel eben drin und galoppiert so, um zu jagen. Nein, ein Jagdgalopp ist, wenn das Pferd sehr schnell galoppiert im freien Gelände. Um zu jagen. Auch. Was fressen Pferde eigentlich? Sind Pferde eigentlich Vegetarier oder gibt es da schon so das ein oder andere Pferd, was wenn wir so auf die Jagd gehen und dann schnappt sich wieder mal so ein Fuchs und ballert sich den rein oder isst ein Fohlen auf? Oder sind das schon alles Vegetarier eigentlich? Sie ernähren sich von Heu, Gras, Stroh, Kraftfutter. Das heißt Veganer eigentlich. Mhm. Also so, keine Ahnung, vegane Wurst ist okay. Pflanzenfresser. So, da waren jetzt ein paar Fragen hier dabei, da hatte ich wirklich keine Ahnung, aber von den meisten hatte ich grundsätzlich viel Ahnung. Schaut doch gerne auf meinem Kanal vorbei, ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Ich schreibe auch noch einen Kommentar, da könnt ihr auch direkt draufklicken, dann seid ihr bei mir. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns für einen zweiten Part noch, falls ihr einen wollt natürlich. Und bedanke mich hier auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Eigentlich müsstet ihr euch bedanken bei mir, dass ihr mir die Zeit genommen habt, aber... Machen wir mal so einfach. Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare für einen Part 2. Ciao.